Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel, endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Und Achtung, genau hingeschaut. Und in der Mitte, da warten sie schon. Oh, da zittert die Latte. Mann, oh Mann, das ist das Tor. Das ist ein eiskalter Goalgetter. Kaum ist die Möglichkeit da und schon das erste Tor. Ja, wir sehen hier ganz deutlich, ein bisschen Glück war natürlich dabei, dass der Ball doch noch hinter die Linie springt. Sie schaffen Anspielstationen. Rukavica. Zweikampf. Bender. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Subotic. Den Ball nicht festhalten. Und der muss drin sein. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Müssen Sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Okazaki. Eine Rangelei um den Ball. Rukavica. Das ist noch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Meine Güte, ist er schnell. Ja, und das ist eben schwierig zu... Der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Ein klasse Lattentreffer. Ball im Tor aus. Abstoß. Okazaki. Noveski.
Spitze. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Okazaki. Reus. Schmelzer. Super Flanke. Ui, da hat mich hier gefehlt. Aber ich glaube, der Torwart war noch dran. Und Eckball gibt's. Gefährliche Flanke. Da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Der Ball erspringt vom Abwehrspieler ins Tor. Hintereinander am Stück, der klassische Hattrick. Super. Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich nur die Mini-Chance und dann rappelt's. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Okazaki. Und die Abwehr aufmerksam. Marco Reus. Das ist natürlich... Jetzt ist er durch. Pospech. Die verstehen sich blendend. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Bender. Marco Reus. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Tor ist gefallen. Die drei Punkte sind im Sack und bei den anderen, da geht es so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau noch mal hin, Manni, da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Blazikowski. Jawohl, abgefangen. Nein, er fällt jetzt nicht hin. Er bleibt auf den Beinen. Und jetzt! Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können. Aber er hält ihn fest. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Genau so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Ein sauberes Tackling. Das sieht gut aus. Tolle Flanke. Kann er sich den Ball holen? Rukavica. Auf Augenhöhe spielen die beiden wirklich nicht heute. Es steht zur Pause 4:0. Ja, wir lieben die Überraschungen, aber in der Pause, da kann man ganz klar sagen, sie sind ausgeblieben, die lieben Überraschungen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Manni, ganz, ganz ehrlich, auch wenn man sich hin und wieder mal irren kann, das Ding ist gelaufen.
Jetzt hat der Schiedsrichter die zweite Halbzeit angepfiffen. Das ist bislang eine einseitige Sache. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Bender. Noweski. Okazaki. Da setzt er zu Grätscher. Spielt den Ball zurück. Abseitsentscheidung korrekt. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Oh! Okazaki. Das Ding muss er sicher haben und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Souverän geklärt. Der Schiedsrichter Vorteil, sagt er. Macht er gut. Wo war er mit den Gedanken? Schon in der dritten Halbzeit? Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Gündogan. Łażikowski bewegt den Ball. Łażikowski. Gefährliche Flanke. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Okazaki. Reus. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Die Spieler warten auf die Ecke. Der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Subotic an die Latte und da ist noch alles drin. Und Tor. Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Gerade noch mit einer klasse Parade der Held und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Schöner Zweikampf von ihm, kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Łażikowski. Die Flanke kommt gut. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Rukavica. Nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Aber noch heiß.
Zweikampf war gut und er hat die Kugel. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Rukavica. So, nun gibt es gleich mehrere Auswechslungen. Rukavica. Und die Teamkollegen sind da. Den hat er soeben klären können. Bender. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Soto. Wirklich einseitig die Angelegenheit heute, das muss man sagen. Und jetzt warten im Prinzip beide eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff. Wird aber ziemlich heftig hier. Ja, ja, aber das ist im Grunde, wenn wir das hier noch mal sehen, Manni, der Beleg dessen, was wir das ganze Spiel über gesehen haben. Perfekt getroffen diesen Ball, keine Chance für den Torhüter. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Tja, manchmal sind die Dinge im Fußball eben doch vorhersehbar. Der Goliath gibt sich keine Blöße. Und der David muss sich in sein Schicksal fügen. Hier kann der Kleine heute für keine Überraschung sorgen. Aus dieser Flanke ist nicht... Jetzt zieht er ab! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Oh, sie hauen ihn heute so richtig die Bude voll. Ja, nächstes Mal, dass es klingelt im Kasten. Und auch hier ist es wieder relativ einfach. So, und hier also zum Ende hin nochmal ein richtig schönes Tor. Ein klarer Sieg. Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr, auch keine Verschlechterung, denn das Spiel ist vorbei. Guck dir das Ergebnis an und dann weißt du genau, was hier gelaufen ist. Ich würde von einseitig sprechen. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Bis bald. Tschüss.